Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Rhyme. Ja, wir haben ja anscheinend noch ein kleines Windrad vor uns. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt hier nochmal durchkämpfen. Direkt wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ich gucke erstmal kurz hier, was uns erwartet. Okay, das ist viel zu tief. Ich vermute mal, wir müssen irgendwie... Oder schaffen wir es bis da hinten hin? Ich probiere es mal. Mehr als sterben kann man nicht. Aber ich glaube... Uiuiuiuiui. Was? Wo ist der Fuchs? Ich höre den Fuchs. Wo ist der Fuchs? Ihr habt ihn doch auch gehört, oder? Ich glaube, wir müssen uns doch dort hinten lang durchkämpfen. Hä? Ah, vielleicht kommen wir hier von unten da an die Sache ran. Oh, ich glaube, jetzt müssen wir uns beeilen. Fuchs, ich gehe mal hier gucken. Okay, ich gehe hier nicht gucken. Das sieht so fantastisch aus alles, ja. Also richtig super. Okay, ich probier's. Komm. Das wird gleich rot hier. Das war aber knapp. Wie war das? Nach unten, ne? Genau. Und nochmal nach unten. So. Das war eben gerade richtig knapp. Und... Hier können wir nach oben. 3, 2, 1. Wir müssen uns beeilen. Komm. Schnell. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ich muss mich kurz kratzen. So spannend. Es geht einmal nach unten. Reicht das hier im Schatten? Nee. Hä? Was haben wir hier? Ich glaube, das ist... Nee, wir kommen hier nie wieder zurück. Ach du Gott. Ah, hier kommen wir hoch. Ah, ich sehe es gerade. Komm hoch. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin gerade. Na komm. Da lang, genau. Da ist eine Statue von diesem komischen Vogel. Da oben mehrere. Wo sind wir jetzt? Ja. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich glaube, ich bin hier echt nicht richtig. Wo geht's denn jetzt? Wobei, wir sind auf dem Weg hier zu dem... So, hier schnell mal verstecken. Hoch hier. Aber lass mich raten, ich bin wahrscheinlich verkehrt und muss dann wieder zurück, weil mir Schlüssel fehlen oder sowas. Ah ne, hier draußen lang, okay. Der hat uns nicht gesehen, oder? Bestimmt nicht. So, hoch mit uns. Und da schnell rein. Boah. War der gerade da gewesen? Nee, okay. Ich weiß gar nicht, ob wir richtig sind. Wir sind nicht unserem Fuchs gefolgt, ehrlich gesagt. Und dementsprechend sind wir doch ein bisschen ab vom Schuss, oder?
Nicht, dass wir das Ganze dann nochmal langlaufen müssen. So, wir haben hier wieder... Das können wir bestimmt benutzen hier, ne? Wenn wir das da auch schattig machen, geht die Tür zu. So können wir aber hochklettern. Okay. Was haben wir denn da oben? Komm, komm, komm. Wir können nicht machen. Warum nicht? Wir können aber jetzt da hinten lang. Glaube ich zumindest. Doch, ich glaube... Ah, nee. Doch, wir können hier lang jetzt, genau. Und... Oh. Super. Na, Loch. Du kannst ruhig weggehen. Wieso bleibt er jetzt da? Der pickt mich doch, oder? Ui. Du kommst hier nicht rein. Hau ab. Da schwebt... Ah. Sollte das gehen? Jawohl. Was jetzt? Jetzt ist es schief. Moment, das könnte schon helfen. Das könnte schon helfen. Das könnte sehr wohl schon helfen. Wir können nämlich hier nach oben und können dann hier rüberspringen. Jawohl. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt richtig sind. Wow. Uiuiuiui. Weiter. Komm, komm, komm. Sitzt er da oben? Nee, der sitzt da nicht. Okay, ich dachte schon. Guck mal hier. Auf dem Boot ist das Monster gekommen. Also würde ich jetzt mal so deuten. Ah, hier ist die Windmühle. Okay. Ich bleib mal hier am Rand. Da ist auf alle Fälle eine Treppe. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt richtig sind. Denn wenn es nach dem Fuchs gegangen wäre, wären wir woanders. So, dort können wir dieses Teil da wieder rausziehen. Oh, was war das? Wieso konnten wir da durchs Holz? Oder muss ich hier hinten... Halt. Ja. Komm, lauf hier rum. Weiter. Danke. Und hier kommt er auch gleich nochmal, ne? Oh, ist das gemein. Aber ich glaube, geht das? Ja, es geht. Oh, der geht gerade ganz schön auf den Zunder. Hä? Ah, warte mal, wir können hier... Ist gerade ein bisschen irritierend, weil die Kameraperspektive eine andere ist. Ich kann hier... Doch, jetzt. Ich glaube, das müssen wir kaputt machen, oder? Oder auch nicht. Okay, so geht's natürlich auch. Danke, danke.
Ja, doch. Komm, komm, mach den Stöpsel raus. Los, los, gleich ist er weg. Ja, ist er weg. So, jetzt können wir den nämlich nehmen. Ich sehe das nämlich schon. Wir machen das mal von hier. Jetzt können wir den nehmen und hier als Aufsprung, ne? So, hier können wir jetzt rauf und können hoffentlich hier rauf. Dann können wir hier drüben, dank des Vogeldrecks da dran, ne, können wir das nämlich machen. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Wo müssen wir lang? Ich sehe gerade nicht den Weg, wo wir lang müssen. Ich glaube, wir müssen hier drüben springen und uns festhalten einfach. Okay. Oh, oh. Nee, 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 nee. Wir gehen hier unten runter. Ja, komm. Wieso? Ach so, wir können... So, ja. Wie gesagt, das ist ein bisschen kompliziert zu sehen, was er eigentlich jetzt machen will, ne? Okay. Und jetzt haben wir den nächsten. Und damit sollten wir eigentlich durch sein, ne? Wenn wir den jetzt raus haben, dann müsste das ja alles dunkel werden. Aber sowas von. Jetzt haben wir die Dunkelheit, die das Windrad angetrieben hat, haben wir jetzt befreit. Das kam unten aus diesem Glaskolben raus. Tja, nicht geerdet. Ja, jetzt, jetzt haben wir wieder das Problem. Es ist alles dunkel. Aber das Böse ist weg. Oder hätten wir jetzt da oben raus müssen? Nee, ne? Was war das? Hä? Was? Oh. Nee, von hier sind wir reingekommen. Kommen wir da auch wieder raus? Wenn wir hier lang laufen. Hier kommen wir wieder raus. Okay. Und jetzt sind wieder diese Wesen. Wer sind diese Wesen? Die haben nämlich Angst vor uns. Das haben wir vor ein paar Folgen festgestellt. Guck mal hier. Die verschwinden und kommen wieder. Und sie hauen ab. Und wenn man zu dicht dran ist, kommen wir hier irgendwie anders wieder zurück, bestimmt. Das will mir, wie gesagt, noch nicht einleuchten, wer das ist, was die sind, warum die sind und was sie von uns wollen. So, und da hinten ist der Fuchs hingegangen. Guck mal da oben. Ob hier noch irgendwas ist? Nein, glaube ich nicht. Hier haben wir uns bloß hochgehangelt, ne? Genau. Und haben uns dann da hochgearbeitet. Und hier sind wir rübergesprungen zum Fuchs, genau. Und haben dann den anderen Weg genommen. Der Fuchs ist rechts rumgelaufen und wir sind hier links rumgelaufen. Wir gehen mal jetzt hier rechts rum. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwas anderes machen. Normalerweise hält er an. Und jawohl. Oh, oh, gerade so. Aber wir sind doch hier. Nee, wir sind. Wir sind hier vorhin nicht lang, ne? Sieht so ähnlich aus. Doch, wir sind hier lang. Wir sind hier lang, definitiv sind wir hier lang. Hä? Lass mich raten, wir müssen... Hä? So, wir sind hier unten lang gegangen, ne? Was ist denn, wenn wir jetzt hier oben lang laufen?
Haben wir nicht viel gekonnt. Hä? Wir waren doch auf dem richtigen Weg. Oh, das musste einem gesagt werden. Na toll. Jetzt gehen wir den ganzen Weg nochmal. Sorry for that. Ich hab nicht. Okay, dann so. Und jetzt hoch. Und nochmal hoch. Komm, das schaffst du. Aber wer sind diese Wesen? So, wir sind da. Durch die Höhle gegangen. Was ist, wenn wir hinten lang laufen? Guck mal, die haben Angst vor uns. Sind die vielleicht tot? Aber zumindest müssen wir uns keine Angst, oder müssen wir keine Angst haben vor den Viechern. Guck mal hier, wenn wir in ihn reinrennen. Hui, weg ist er. Krass. Aber jetzt sind wir doch schon wieder hier. Sag mal, bin ich Hä? Wir müssen da auch rüber, ne? Wo ist denn der Fuchs? Hä? Ich raff das gerade nicht. Entschuldigung. Aber auch das gehört dazu, dass man es einfach mal nicht rafft. Hä? Hab ich da oben irgendwas verpasst? Ich meine, wir mussten uns ja hier ein bisschen hochhangeln und allen drum und dran, ne? Aber habe ich hier irgendwas übersehen? Aber es ist nur dunkel, es ist nicht kalt, ne? Guckt mal. Seht ihr hier die harten Kanten? Die eiern immer noch, als ob es hier heiß ist. Hier, das Geräusch meine ich nämlich. Das Geräusch ist nicht normal. Ach, da ist der Fuchs. Aha. Wo ist er jetzt hin? Irgendwo höre ich ihn da unten. Hallo? Wo ist er denn? Da hinten. Was machst du denn mit mir? Ach, da hinten durch. Nee, da sind wir noch nicht lang gelaufen, ne? Okay, er speichert. Okay, gut. Dann sind wir leider ein bisschen falsch gelaufen. Aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle ein Folgenpäuschen und wir schauen in der nächsten Folge, wie wir hier weiterkommen. Und wie es sich weiterentwickeln wird. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Firefox.